denn? Emma Pielen! So, Emma, dann komm mal jetzt her. Wir müssen uns jetzt fertig machen. Du musst doch in die Kita. Emma Lila Pielen! Zilke! Linus, wir müssen uns gleich unten ein bisschen beeilen. Wir sind heute wirklich spät dran. Okay, ich will auf keinen Fall zu spät zur Schule kommen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Da müssen wir uns gleich beim Frühstück auf jeden Fall ranhalten. Können wir denn jetzt endlich los? Nicht, dass ich wirklich noch zu spät zur Schule komme. Das möchte ich nicht. Nein, wir kommen nicht zu spät. Linus, ich muss dir noch was sagen. Heute gehst du nach der Schule mit Johanna. Ich muss mit Emma zum Kinderarzt. Ach nein, die arme Emma. Och, ist sie etwa krank? Was hat sie denn? Nein, nein, Linus, sie ist nicht krank. Sie wird heute nur noch mal geimpft. Mit einer Spritze? Oh, wie furchtbar. Ach, Emma, du tust mir jetzt schon leid. Eine Spritze zu bekommen ist bestimmt nicht so toll. Ach, die Nadel ist immer super lang. Keiner geht gerne zum Impfen. Das glaub mir mal. Emma, impfen. Bitte. Ich würde mich lieber nicht freuen. Allgemein macht es wenig Spaß, zum Arzt zu gehen. Emma, nicht Arzt. Musst du aber. Du wirst jetzt geimpft mit einer Spritze. Ach, Linus, dann hör doch auf, Emma Angst zu machen. Impfen ist gar nicht schlimm. So, jetzt los. Weißt du schon, ob die Spritze groß sein wird? Nein, Linus, die Spritze ist nicht groß. Emma, keine Bitte. Tja, Emma, bekommst du aber in den Popo oder in den Arm, weißt du das schon? Ach, Linus, bitte, sie bekommt die Spritze in den Po. Und nun lass Emma in Ruhe. Tschüss, Linus. Tschüss, Emma, und viel Spaß mit der Spritze. Linus, hör jetzt bitte auf. Pielen, Pielen, Mama Emma Pielen, Linus Pielen. Emma, Linus ist noch nicht da und wir müssen uns nun für den Arzt fertig machen. So, jetzt noch eine frische Windel und dann können wir auch schon los zum Arzt. Emma, Mama, Arzt. Na, schau mal, Emma, da sind wir ja auch schon. Emma auch, Emma mit. Emma, nein. Das wird nicht schlimm, versprochen. Oh, hallo Emma, hallo Frau Fröhlich. Wir kommen heute zum Impfen. Ja, das sehe ich auch gerade im PC. Ich bräuchte dann bitte einmal die Krankenkassekarte und den Impfpass. Hier, bitteschön. Emma Stuhl, Emma Knopf. Emma, hier bleiben und nicht am Fahrstuhl drücken. Sie dürfen dann oben im Wartezimmer Platz nehmen. Es dauert noch einen kleinen Moment. Mensch, Emma, musst du immer so viel Blödsinn machen? So, dann drück mal, aber nur den Knopf hier vorne. Melissa, du bist jetzt dran. Oh je, oh Mann, ich will gar nicht. Ach, das wird schon nicht so schlimm. So, komm schnell mit, dann sind wir auch schnell fertig. Ich setze mich jetzt hier hin, Emma. Emma Pielen, Emma Pielen. Famil, Famil, Famil. Mama Emma Famil. Ja, das ist ein Kamel und kein Famil. Sag mal Kamel. Famil, Famil Pielen. Na, das war ja gar nicht so schlimm. Luisa, du darfst jetzt gerne mitkommen. Ja, dann komm mal mit, Luisa. Och, mein Bauch tut so weh. Metterling, 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 miau. Guten Tag. So, Oskar, dann setz dich bitte mal hin. Emma, du bist jetzt schon dran. So, Emma, dann komm, wir müssen jetzt zum Arzt. Nein, nein, Emma, nein, Emma nicht Arzt. Emma auch mit, Emma. Emma, bleib jetzt hier. Das glaube ich jetzt ja nicht. Emma, du bist ein Teufel. Emma, kein Pitze. Emma, Pielen. Na, da hat jemand aber heute keine Lust zum Arzt. Oh, Mann, wie peinlich. Gehen Sie doch eben bitte vor. Ich muss meine Tochter erstmal einfangen. Es wäre ja Schwachsinn, wenn das Arztzimmer jetzt leer bleibt. Oh, wirklich? Oh, wie lieb. Ja, dann komm mal mit, Oskar. Emma Hause. Emma Hause. Emma, kein Pitze. Emma will nach Hause. Oh, du Kleine, du bist ja ganz süß. Aber mit nach Hause nehmen können wir dich leider nicht. So eine Quatschnase. Da hat Linus sie aber ganz schön verrückt gemacht. Na, Emma, du musst doch eigentlich oben sein. Wo ist denn deine Mama? Bleib doch bitte mal hier. Nein, nein, Emma nicht. Emma, keine Pitze. Emma, Pielen. Miau. Ach, Emma, was machst du denn? Nein, nein, Pitze. Emma, keine Pitze. Du bleibst jetzt hier, Emma. Emma, nach Hause. Ach, Emma, glaub mir, es wird nicht schlimm. Na, Emma, da bist du ja wieder. Ja, und Emma kommt jetzt auch mit. Ach, Emma, du bist doch sonst immer so tapfer. War Emma die letzten Tage erkältet? Nein, sie war topfit. Linus hat ihr heute Morgen ein paar Flausen in den Kopf gesetzt wegen der Spritze. Emma, keine Pizza.
das ist doch nur ein kleiner Pieks. Aber erstmal untersuchen wir dich. Das tut gar nicht weh, versprochen. Dann wollen wir mal dein Herz abhören. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, alles in Ordnung. Und jetzt messen wir einmal Fieber bei dir. Mach bitte mal einmal den Mund auf, Emma. Nein, Emma, nein. Ach, Emma, nun mach mal bitte einmal auf. So ist es gut, super. Kein Fieber. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich schaue mir noch einmal ganz kurz deinen Mundraum an. Mach mal einmal ganz doll. Ah! Ah! Jetzt taste ich dich noch einmal ab. Tut das irgendwo weh? Nein, das fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Gut, ich sehe keinen Grund, Emma nicht zu impfen. Sie ist kerngesund. Ich mache eben die Spritze fertig. Nein! Nein! Bitte! Emma Hause! Nein, nein, nein! Emma, keine Pizza! Emma, Hause! Das glaube ich jetzt nicht. Emma, bleib jetzt bitte hier! Emma, Hause! Keine Pizza! Kein Arzt! Emma, Hause! Pilen! Vampir! Keine Pizza! Emma, Hause! Oh je, es muss echt schlimm am Arzt sein. Das arme Kind, wenn es wegläuft. Emma, bleib jetzt endlich stehen! Hier bleiben! Es reicht jetzt! Ich werde langsam wirklich sauer! Emma, nein! Nein! Oh wei, oh wei, oh wei! Ich glaube, ich habe keine Halsschmerzen mehr. Ach Emma, nun komm doch bitte. Es ist nicht schlimm, das verspreche ich dir. Du machst dir allen Angst. Jetzt habe ich dich und du bleibst jetzt hier. Nein! Nein! Emma, keine Pizza! Aua! Aua! Es tut dir nicht weh, Emma. Versprochen. Frau Fröhlich, drehen Sie Emma doch eben bitte einmal rum, dass ich den Hintern sehen kann. Jetzt gut festhalten. So, Emma, du hast es gleich geschafft. So, jetzt kommt ein ganz kleiner Pieks und dann bist du auch schon fertig. Nein, nein, Emma, keine Pizza. Schon fertig. Sie können Emma wieder runterlassen, Frau Fröhlich. Emma, nein, keine Pizza. Emma will keine Pizza. Emma, keine Pizza. Emma, nein, 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 kein Pieks. Aua. Emma, du bist doch schon längst fertig. Du hast doch gar nichts gemerkt, oder? Emma, keine Pizza. Emma, du bist doch schon längst fertig. Emma, Hause. Emma, keine Pizza. Ach, Emma, nun bleib doch bitte mal stehen. Du brauchst doch ein Pflaster. Ja, hallo Kinder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Playmo-Geschichten. Habt ihr unseren Kanal schon abonniert? Nein, dann tut es doch ganz gerne. Ihr könnt einfach hier unten auf den Kreis drücken, wo ihr Familie Fröhlich seht. Und dann könnt ihr einfach auf Abonnieren klicken. Vergesst doch auch bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr gar kein Video mehr. Ansonsten würden wir uns super, super toll freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Und hier vorne verlinken wir euch noch ein paar weitere Videos, da könnt ihr gerne weiterschauen. Ja, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wann ihr eure letzte Spritze bekommen habt und ob ihr euch genauso angestellt habt wie Emma. Und dann wünschen wir euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und danken euch super doll fürs Einschalten, auch fürs Kommentieren. Und wir würden uns super doll freuen, wenn ihr das Video teilt. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Tschüss.